Hallo und herzlich willkommen zu Milans Backwelt. Heute möchte ich mit euch ein bosnisches Rezept machen. Das Rezept ist von meiner Tante. Deswegen sind die Mengenangaben auch eher etwas anders, als ihr es vielleicht von mir gewöhnt seid. Ich mag es ja ganz gerne, wenn da steht 5 Gramm von dem und 10 Gramm von dem. Jetzt habe ich zwei Zutaten, da kann ich euch nur sagen, da müsst ihr einen Esslöffel hernehmen. Aber da kommen wir gleich dazu. Ich habe mir jetzt Folgendes hergerichtet. Ich habe hier 500 Gramm Weizenmehl. Dann habe ich hier 5 Gramm Salz und 20 Gramm Hefe. Tue ich gleich dazu. Dann habe ich hier 240 Milliliter lauwarmes Wasser. Kommt da dazu. Dann habe ich noch 2 Esslöffel Milch. Und 2 Esslöffel Öl. Hier habe ich jetzt Sonnenblumenöl genommen. Das tue ich jetzt alles zusammen und lasse es von meiner Knetmaschine kneten. Ich mache 4 Minuten langsam und 4 Minuten schnell, bis es ein richtig schöner, geschmeidiger Teig wird. So, hier ist mein Teig. Der ist jetzt schön geknetet worden. Wie ich gesagt habe, 4 Minuten langsam und 4 Minuten schnell. Hat eine schöne Konsistenz. Ist nicht zu fest, aber auch nicht zu weich. Jetzt werde ich den zudecken und eine Stunde bei warmer Temperatur ruhen lassen. Hier ist mein Fladenbrot. Es lag jetzt genau eine Stunde bei Raumtemperatur, ist so richtig schön hergegangen. Jetzt werde ich es aus der Schüssel tun. Und werde es abwiegen. Das sind jetzt 800 Gramm. Ich mache dann, ich würde sagen, wenn so ein Brot 100 Gramm wiegt, dann ist das völlig okay. Und dann machen wir, was machen wir, 100 oder 150? Dann machen wir 150. So, dann habe ich genau 5 Stück. Ist völlig okay. Der Rest verteile ich auf die. Jetzt mache ich sie rund, aber wirklich nur ganz leicht. Ich will nicht die ganze Luft hier rausprügeln wieder. Ich mache hier einfach nur mit dem Daumen, drücke ich immer wieder den Schluss rein. Ich mache sie jetzt nur rund, damit ich sie leichter ausrollen kann, dass sie halt eine einigermaßen schöne Form haben, wenn ich sie ausrolle. So, jetzt baue ich ein Nudelholz und ein bisschen Mehl und ein bisschen Platz. Jetzt werde ich die leicht ausrollen. Auch hier nicht zu fest drücken, weil wie gesagt, ich will ja nicht die ganze Luft raus haben. So, ich würde sagen, die Größe reicht. Was ist das? Von so einer Tasse, der Teller, die Größe. Ja, ungefähr. Jetzt mache ich hier auf meine Arbeitsfläche ein bisschen Mehl und lege die zur Seite.
ich die jetzt alle ausgerollt habe, werde ich die nochmal zudecken und eine halbe Stunde hergehen lassen. Die werde ich dann in der Pfanne backen. Da werden wir dann zu meinem Ofen wechseln, damit ich euch das besser zeigen kann. Jetzt decke ich sie zu. Und wie gesagt, noch mal eine halbe Stunde hergehen lassen. So, jetzt sind wir zu meinem Ofen gewechselt. Ich habe folgendes hergerichtet. Ich habe hier Butter geschmolzen. Mit der werde ich die Fladenbrote gleich bestreichen. Die Pfanne habe ich vorgeheizt auf mittlerer Hitze ungefähr. Und jetzt werde ich das erste Fladenbrot reinlegen. Ich denke, so 3 Minuten von beiden Seiten dürfte schon dauern, bis es fertig ist. Ihr solltet auch nicht zu viel probieren, das zu wenden, denn wenn ich irgendwas in eine heiße Pfanne lege ohne Fett, dann klebt es sofort an der Pfanne fest und es dauert immer einen kleinen Augenblick, bis es sich wieder löst. Also da nicht zu ungeduldig sein. Jetzt kann ich es wenden. Oh, das sieht gut aus. Sehr schön. So, das Fladenbrot war jetzt ungefähr 3 Minuten von beiden Seiten drin. Schau ich noch schnell, wie es ausschaut. Oh, sehr schön. Ich es gleich schön mit Butter verpinseln. Die Butter verhindert, dass die äußerste Schicht quasi zu trocken wird. So, das war's schon. Jetzt lasse ich es auskühlen. Und dann kann ich schon das nächste machen. Und dann solltet ihr die außerhalb der Pfanne, ich habe es jetzt halt nur in der Pfanne gemacht, weil ich hier zu wenig Platz habe. Hier sind jetzt meine Fladenbrote, die sind jetzt alle fertig gebacken. Schaut sie euch an, die sehen einfach super aus. Wenn man sich hier aufreißt, die sind super weich. Oh, die sind einfach, also die sind wirklich gut geworden. Probiert es mal aus, backt es nach, schreibt schon, wie es bei euch geworden ist. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Vielen Dank, euer Milan.